Wo ist er denn? Hier laufen die Kösche wieder rum. Warte mal, wo ist denn jetzt der Vorarbeiter hin? Ah, Quatsch, hier. Ein Büro in seiner Arbeit zu erledigen. Genau, okay, also wir brauchen einen Vorarbeiter. Wir haben den Vorarbeiter, wir brauchen jetzt ein Büro. Für den netten Herrn. Und wir wissen, ein Büro hat... Wo ist es denn? Büro, 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 hier. Braucht 4 Plätze. 3, 4. 1, 3, 4. Sieht zwar ein bisschen doof aus jetzt, aber meine Güte. Können wir alles immer noch... 1, 2, 3, 4. Alles immer noch ändern. Eine Personaltür. Zack. Eine Stromversorgung. Die wir hier immer noch nicht angebracht hatten. Und dann brauchen wir einen Schreibtisch. Ein Aktenschrank und ein Stuhl. Und dann hat der liebe Vorarbeiter auch ein Büro. Unsere Arbeiter sind fleißig. Dann können wir auch Hausmeister einstellen, die dann das Ganze schön sauber machen wieder. Und dann hoffe ich mal, bekommen wir das alles so hin, wie wir das möchten. Fertig. Vorarbeitersbüro. Und da ist er schon. Wunderprächtig. Und dann können wir jetzt den... Vorarbeiter, Psychologen, Buchhalter, können wir noch nicht einstellen. Okay, Hundeführer, Hausmeister, okay, geht noch nicht, ist noch in der Forschung. 5 Stunden Reinigung, okay. Aber wir haben den gebraucht, damit wir das überhaupt erforschen könnten, wahrscheinlich. Okay, da warten wir, kein Problem. Wir haben Zeit. Und wir müssen jetzt wirklich mal gucken, dass wir die Stationierung besser hinkriegen. Also, wir brauchen hier mindestens 2 Leute jeweils. Und auch, dann haben wir hier 4, 5, 6, 7, 8 in diesem Bereich. Ja, das ist wirklich ein Problem. Das ist ein Problem. Das klappt noch nicht so ganz, wie ich das gerne hätte. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, patrouilliert ja auch einer hier. Genau. Den machen wir mal wieder weg. Der braucht nicht mehr zu patrouillieren hier. Kann sich um andere Dinge kümmern. So. Bitteschön. Auf zu deinem Besuch, mein Freund. Kommen die Besucher rein. Dann kann der Nächste zum Besuch gehen. Der will Freiheit. Plädoyer unschuldig, okay. Trotzdem bist du im Knast, mein Freund. Nur leid es mir tut. So, wir haben jetzt hier 3 Köche. Ich hoffe, das läuft jetzt hier besser.
Automatisches Speichern, danke. Tschüss. Ja, wir haben jetzt hier drei Köche. Ich hoffe, das geht jetzt wirklich ein bisschen besser. Natürlich. Klar, bei allem unschuldig, mein Freund, ne? Bestrafung, Zelle durchsuchen, Gefangene durchsuchen, hohe. Er ist 7 Tage momentan in unserem Gefängnis. Wir brauchen den Hausmeister. Unbedingt. Noch 1 Stunde, noch 2 Stunden, besser gesagt. Okay, warte mal, wir können dann schon, aber. Ich weiß es nicht, 6 Stunden. Braucht das, um das freizuschalten. Ich weiß das nicht, ob wir wirklich die Überwachung machen sollten schon. Oder ob wir erstmal sagen, wir kümmern uns um die Wachhunde. Wachhunde mit zugehörigem Hundeführer einzustellen. Wachhunde können manche Gegenstände, die Gefangene unerlaubt bei sich tragen, verschnüffeln. Wäre eine Möglichkeit. Ah, ich weiß es nicht. Oder eben die Rüstkammer, dass wir bewaffnete Wachen haben, die in unserem Gefängnis dann sind. Ich weiß es wirklich nicht. Angebot, Nachfragebericht, frei. Wäre auch nicht schlecht. Das, dies oder dies. Elektroschocker. Brauchen wir auf jeden Fall auch noch. Ich weiß es gerade nicht, was wir machen sollen. Sollen wir das machen oder sollen wir was anderes machen? Ich bin gerade überfragt, wirklich. Wir machen erstmal das Schmuggeln. Dann. Ich denke, wäre auch nicht schlecht, wenn wir dies machen. Und da müssen wir auch immer wieder unser Geld im Auge behalten. Das ist auch ganz wichtig. Zwei Hausmeister, ein Gärtner, Gartenpflegung und Reinigung. Die Reinigung ist gleich fertig. Da warten wir kurz. Die machen wir dann auch gleich fertig, die Gartenpflege. Okay. Gut, der Hausmeister ist jetzt schon mal fertig. Das heißt, den können wir schon mal einstellen. Eins und zwei. So. Die machen schon mal sauber. Und hier habe ich für die Gefangenen noch was. Oh, guck mal. Perfekt. Die können sich noch freuen. Sobald die Nacht eingebrochen ist, machen wir dies. Oder der Abend zumindest eingebrochen ist, werden wir das vorbereiten. Den Personalraum noch ein bisschen schöner machen vielleicht. Ich weiß nicht. Na, warten wir mal ab. Guck mal, die machen jetzt wieder schön sauber, wunderbar. Das Ganze können wir auch die Gefangenen machen lassen. So, 15 Gefangene. Quatsch, 50 Gefangene. 15 Wärter noch zusätzlich. Einer kommt hier hin. Okay, wir machen zwei hier hin. Wir haben noch drei freie, die also verfügbar sind, die wir noch irgendwo einsetzen könnten. Ich will kontinuierlich hier zwei haben. Das brauche ich da eigentlich nicht. Das muss ich noch mal vielleicht noch mal etwas abriegeln. Die gehen immer dann da raus. Ist eigentlich natürlich nicht gewollt, ne? Aber gut, akzeptieren wir einfach mal so.
So, dann brauchen wir einen Gärtner noch. Stimmt, die Gartenpflege wird noch erforscht. Langfristige Investition, die kommt. 13 werden entlassen, 13 Gefangene. Für neue, die haben wir gesperrt. Das ist in 2 Stunden fertig. Dann sind die wieder geschult für Schmuggelware. Dann erkennen die eben ein bisschen besser. Das ist auch gut. Und wenn wir jetzt mal gucken. Na, wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Ja, das verstehe ich irgendwie nicht. 4 in der Warteschlange. Wie das funktionieren soll. Jede Behandlung hilft dem Gefangenen mit ihrer Drogenabhängigkeit. In einer abgeschlossenen Sitzung erhöht die Chance, die Sucht komplett zu heilen. 10 Plätze. 4 in Warteschlange. 3 Sitzungen. Weiß ich nicht, ob das automatisch geht. Ich hoff's. Essensqualität, das ist alles gut. Soweit, das lassen wir. Wir sind jetzt hier. Die gehen dann nochmal essen. Sollen wir das machen? Sollen wir das machen? Jetzt schon? Was habe ich vor? Ich habe Folgendes vor. Dann müssten wir diesen Tisch mal demolieren. Demontieren? Mann, demolieren. Immer wieder demolieren. Und dann. Du. Das hier. Dahin machen. Und dahin machen. Mal kurz gucken. Habe ich noch die Möglichkeit? Das ist natürlich auch eine gute Idee, eine Bücherei aufzumachen, ne? Dann müssten wir aber gucken, dass wir da noch ein Bücherregal in die Zellen kriegen. Das wird natürlich wieder ein bisschen schwieriger. Wir müssten die ganzen Zellen umbearbeiten. Beziehungsweise das Bett dann praktisch nicht so in die Länge machen, sondern das Bett in die Richtung machen. Oder eben in die Richtung machen und dann hier das Bücherregal hin. Würde heißen, wir müssten alles umbearbeiten. So, aber gut. Wir haben jetzt erstmal hier Metalldetektoren in der Küche. Hier und hier zwei. Damit die Herrschaften eben nichts mitgehen lassen können und das direkt überwacht wird. Ich glaube, das ist eine gute Entscheidung. Und jetzt tun wir mal eine Putzkammer bauen. Und zwar hier. So. Das ist okay. Na, haben wir es doch schon. Das ist alles sehr unübersichtlich. Mach da mal die Lampe weg. Hier kommt jetzt eine Putzkammer hin.
Automatisches Speichern, danke. Da hat's Alarm geschlagen. Was ist passiert? Was hat er? Was hatte er jetzt? Gute Frage. Okay, hat aber auf jeden Fall funktioniert, weil dann können wir auch das Risiko einfach ein bisschen eindämmen, dass sie hier irgendwelche Bestecke oder Messer mitnehmen. Auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und mit dem Bücherregal müssen wir gucken. Oder ich kann das vielleicht hier dran machen.